So, herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD. Zunächst erst einmal wieder der Risikohinweis und auch gleich zu Beginn. Natürlich wird es in nächster Zeit sicherlich nicht so weiterlaufen, dass der DAX das macht, was ich, sage ich mal, vorschlage oder was ich gerne hätte. Aber ich versuche natürlich möglichst eben auch auf nur ein Szenario eingehen. Deswegen gab es für mich noch kein Alternativszenario. Eben solange die Marke im Tageschart bei der 9.910er Marke eben hält, war für mich erstmal das Szenario präferiert, dass es dort einen Abpraller gibt. Schauen wir mal kurz auf die DAX-Liste, was eben immer noch sehr ärgerlich, beziehungsweise man darf das nie vergessen, ist halt, dass die Bayer die ganze Aufwärtsbewegung überhaupt nicht mitmacht. Ja, es ist das Schwergewicht. Kommt jetzt dann an das Tief vom 24. August hin. Die Kerzen, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart, hangelt sich komplett am Rainbow nach unten entlang. Also hier gibt es absolut keine Entwarnung, kein Kaufsignal. Gar nichts. Was da dahinter steckt, werden wir wahrscheinlich erst später erfahren. So, dann kommen wir zum DAX. Das ist jetzt wieder die JFD-Indikation. Gestern lief er eben sogar dreimal eigentlich an die Marke dann hin. 1, 2, 3. Einmal hat er es eben kurz unterschritten. Und hier hat er es eben im Prinzip dreimal dann erfolgreich oder zweimal komplett erfolgreich getestet, da ging es so gut wie kaum runter. Die anderen, ja, das waren dann nachbörsliche Kurse. Aktuell stehen wir bei der 10.000er Marke wieder. Im Stundenchart hat sich der Rainbow leicht gedreht. Ja, könnte hier auf jeden Fall Aufwärtspotenzial noch, könnte sich noch Aufwärtspotenzial ergeben. Ja, bis zum alten Widerstandslevel, welches jetzt hier nicht eingezeichnet ist. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, also hier die Marke 10.060 ist sicherlich wieder interessant, wie sich da die Marktteilnehmer verhalten werden. Im Tageschart sieht man eben hier auf Xetra eben in diesem Fall hier besser, dass hier der Rainbow eben Halt gab. Ja. Also ist gar der Kurs ist nicht aus dem Rainbow heruntergefallen. Ja. Heute mit dem Gap eröffnet und ja, hier ist im Tageschart, ja, in etwa bei dem EMA 32 beziehungsweise an dem alten Hoch eben auch ein Widerstandslevel. Also hier 10.080 sehe ich im Moment wahrscheinlich erstmal das Potenzial nach oben erschöpft. Denn, soll ich jetzt aus dem, schauen wir kurz den Dow Jones an, was eben verwunderlich war, ist, der Dow Jones hat ja gestern über 150 Punkte eben abgegeben. Ab 19 Uhr ging es nochmal kräftig nach unten. Und das hat eben der DAX eben nicht mitgemacht, er hat ja kein neues Tief ausgebildet. Und konnte eben jetzt nachbörslich wieder leicht ansteigen und kommt halt an der Oberkante Rainbow jetzt zum Stehen im 4-Stunden-Chart. Aber nochmal jetzt zurück zum DAX. Solange er eben auf 4-Stunden-Basis bzw. auf Tagesschlusskursbasis nicht über die 10.080 geht, könnte es eben sein, dass auch die 9.900 Marke im nächsten Anlauf keinen Halt geben, aber eben die 9.800. Hier sollte es, um die oberen Kursziele noch irgendwo abzuarbeiten, ich habe ja noch gar keinen neuen Fahrplan, längerfristigen Fahrplan erstellt, weil erstmal hier die Korrektur zu Ende gehen sollte oder muss, bevor man eigentlich die Ziele weiter oben errechnen kann. Also hier unten ist es wichtig, dass die 9.800 Punkte Marke eben nicht durchbrochen wird, auch eben auch kaum angetestet wird. Wenn
dies der Fall sein sollte, dann muss man auf jeden Fall oder kann man auf jeden Fall den Blick nach unten richten. Aber ob, wie gestern im Chat jemand erwähnt hat, die 9100er Marke, also die habe ich, wie gesagt, solange die 9900 Marke oder auch die 9800 Marke, sehe ich keine Kursziele nach unten, wo man auch Energie verschwenden muss, die zu errechnen. Also bleibt es eigentlich soweit bullisch. Kommen wir kurz zu ein paar Einzelaktien. Wieso eben auch eine Aufwärtsbewegung da präferiert werden kann und soll. Hier die, jetzt sind wir bei der Post AG, Tageschart unterwegs. Das Setup habe ich ja schon vorgestellt. Hier ging Anfang der Woche eben nicht über den EMA 200 drüber und lief jetzt dann an die erste Kaufzone ran. Die zweite wurde jetzt nicht getroffen. Hier kämpft er jetzt halt um dieses Level herum. Aber die Ziele, solange eben per Schlusskursbasis die Deutsche Post über 24, ca. 30 eben steht, ist hier eben auch der Blick nach oben gerichtet. Was hat jetzt noch die Amtschin gestern gemacht? Ja, hat jetzt eigentlich, obwohl Nasdaq ja war jetzt nicht besonders schwach, ist halt also das, die Kerze jetzt nicht unbedingt weiterverfolgt, die extreme Verkaufskerze. Schauen wir halt auch kurz den Nasdaq an, im Tageschart. Ja. Das war jetzt die gestrige Kerze, das ist jetzt eben auch der 24-Stunden-Handel von JFD Brokers. Hier könnte es jetzt eben auch nochmal, auch temporär vielleicht nochmal hochgehen und dann nochmal ein Rücksetzer. Aber ganz klar ist halt hier die Situation halt auch nicht, weil zum einen natürlich die Quartalszahlen immer anstehen und nachbörslich und auch im asiatischen Handel sind Kursausschläge zu erwarten, die man eben selber auch überhaupt nicht dann handeln kann und nicht richtig prognostizieren kann, wie dann wirklich die Quartalszahlen ausfallen. Ob da wirklich noch ein großer Wert komplett enttäuscht, dann kommt halt eben noch ein Abwärts-Move rein und sonst ist auch hier eigentlich nach unten, sehe ich jetzt ja maximalen Potenzial, Rückschlagpotenzial im Moment bei 4250. Da jetzt hier eben nochmal auf Amtschin zurück zu gehen, hier habe ich auch schon gestern erwähnt, einfach Stopp nachziehen, wer dabei ist und teilweise Gewinne sichern, ob es jetzt wirklich noch bis 142 geht, steht in den Sternen, würde ich jetzt nicht ganz darauf gehen. Und noch zur Allianz, touchierte eben auch die Kaufzone und sieht eben auch aus, als würde jetzt erstmal eben nach oben ausbrechen wollen, die Aktie. Das Währungspaar australischer Dollar, US-Dollar läuft nach der zweiten Analyse. Die zweite Chance war ja gestern auch großes Thema. Der erste Abpraller ging genau hierhin, der zweite dann an das andere Level und an die ehemalige Abwärtstrendlinie. Kompletter bullischer Abprall. Auch hier kann natürlich noch ein Rücksatz, auch ein größerer nochmal kommen. Aber wie in der Analyse, in der großen Analyse geschrieben war, hier auf jeden Fall die Marke, ja, 0717 sollte er auf keinen Fall eigentlich unterschreiten. Dann muss ich mich wahrscheinlich von dem Kursziel Abstand halten. So, danke fürs Zuhören und weiterhin erfolgreiche Trades.